Das linke Band läuft schneller voll. Okay, ich lasse nochmal laufen. Aber es ist ja auch klar, dass das linke Band schneller voll läuft. Nee, jetzt guck. Es ist gleich. Ich glaube, das war vorher nur, weil hier schon Zeug drin war. Also so sieht es doch ganz gut aus jetzt. Er macht es wirklich komplett hier richtig voll. Schön einheitlich. Aber ist das schön zuzuschauen. Ist ein Traum. Und hier unten stapelt sich dann alles. Ah, ist das schön. Passt doch jetzt, Knurkarl. Läuft doch. Schön aufgeteilt hier. Such mal unten die beiden Splitter weg und nur einen in die Mitte. Nee, nee, das passt. Ist gut. Lass das so. Okay, also jetzt müssen wir uns... Bis ich hier mal zu was komme. Jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass wir hier abzweigen, hier rüber. Das ist jetzt die Frage, dass wir hier rüber abzweigen und hier drüben die Fabrikation von diesen roten Fläschchen anschmeißen. Wir können 1300 rote Fläschchen basteln mit unserem Eisen. Okay, für dieses rote Fläschchen brauchen wir eine Kupferplatte und zwei ein Eisenzahnrad, für das wir zwei Eisen benötigen. Wenn ich hier mal reinschaue in das Zahnrad, zwei Eisenplatten werden hier benötigt. Ein Eisenzahnrad wird benötigt, genau. Das heißt, wir müssen erstmal eine Maschinerie für das hier bauen. Wir machen das mit der Montagemaschine 2. Bin mir nicht sicher, ob die auch schneller ist. 0,5 Herstellgeschwindigkeit. Moment, die ist langsamer. Ah, wahrscheinlich Herstellgeschwindigkeit von der Montagemaschine. Wir bauen die blauen, weil die blauen brauchen wir immer noch. Nee, auf die hier oben legt er nicht. Erst hier unten verteilt er richtig dann. Ab hier ist wieder alles gleich. Hier oben kann er ja nicht gleichzeitig verteilen, weil wenn hier nur von der Seite reinkommt, kann er ja nichts hier rüberbringen. Ab hier unten passt alles. So, und ich werde das jetzt einfach mal provisorisch machen, weil ich noch keinen Plan habe, wie wir das am sinnvollsten machen. Wir müssen Kupfer und Eisen hier rüberbringen. Zack. Wir brauchen... Oh, es ist schwierig. Ich fange jetzt schon hier zum Grübeln an. Ein Eisenzahnrad brauchen wir. Ein Eisenzahnrad. Theoretisch müssen wir da nicht zweimal Eisenzahnrad machen. Ich schau mal auf meinem schlauen Plan, ob der da irgendwo so ein schönes Bild hat, wie der das macht. Ah, der macht einfach nur, der produziert jetzt einfach nur hier. Ist auch nicht schlecht. Einmal dieses Zahnrad hier, hier drinnen, leitet hier quasi das Eisen vorbei, leitet das durch weiter. Ist jetzt auch gar nicht dumm hier, Mensch. Auf sowas wäre ich ja nie gekommen. Und jetzt macht er hier einfach so weiter. So, zack, zack. Und hier drinnen macht er die roten Fläschchen. Und hier auch. Ne? Und dann, so macht er das, kommt er hier quasi mit Eisen. Und hier unten kommt er mit Kupfer. So. Hier unten kommt er mit Kupfer. Und lagert das dann hier ein. Weil wir ja für die Fläschchen, brauchen wir ja nur Eisenzahnrad. Das heißt, es würde reichen, wenn wir Kupfer auf diese Linie bringen und dann hier, Gott mal, dann machen wir das anders. Das ist ja super schlau, das ist Tollfuß-Improvement. Hope-Improvement sozusagen. Wir gehen hier rein
und liefern hier auf der oberen Seite liefern wir das Kupfer an. Ach shit, wir brauchen ja das Eisen für dieses Zahnrad hier. Ich bin ja nur am Testen jetzt, Knorkal, keine Panik. Wir müssen ja erstmal ausprobieren, wie wir das hier hinsetzen. Wir brauchen ja für das hier Eisen. Das könnte ich natürlich hier oben. Wir müssen auch natürlich schauen, ob wir das nicht irgendwie dann... ob wir das nicht irgendwie dann ausbauen können. Ne? Weil wenn ich irgendwann ganz viele rote Teile brauche, dann wird ja eine Zahnradmaschinerie wird ja hier nicht reichen. Könnte ich mir vorstellen. Na gut. Dass wir hier oben anliefern... Moment. Dass wir hier oben anliefern... Eisen. Gleichzeitig liefern wir hier Kupfer an. Und hier kommt dann auch noch... Da hast du natürlich recht, hier fehlt der Platz. Und hier kommt dann... das Zahnrad raus. Und hier können wir dann schön erweitern. Wir schauen mal, wie viel der wie schnell produzieren kann. Wahrscheinlich von der Ratio her... Der braucht ja ziemlich lange, bis er so eine rote Flasche hier bastelt. Wird wahrscheinlich so ein Teil erstmal reichen. Okay, wir machen das jetzt. Wir holen uns natürlich einen schnellen Greifarm. Auch wenn wir den jetzt am Anfang noch nicht brauchen. Eine Zahnradfabrik 8 oder 9 rote Flaschen beliefern. Das ist sehr gut zu wissen. Ja, trotzdem gut, wenn wir das dann irgendwie auch wieder erweitern können. Aber da machen wir uns dann Gedanken, wenn es soweit ist. Oh Gott. Eigentlich sollte man das nicht sagen. Moment. Doch, hier wird eingeliefert. Hier wird eingeliefert. Hier wird eingeliefert. Und hier oben werden die roten Flaschen rausgeholt. So. Okay, also hier oben brauchen wir... bin ich fast ein bisschen zu hoch jetzt. Da brauchen wir... das ist fast etwas zu hoch. Mist. Müssen wir nämlich hier gleich mal absplittern. Passt doch perfekt. So, wir nehmen es von der ganz linken Bahn. Gehen hier rein, hier raus. Zack. So. Und, Mann. Blöder Baum! So. Jetzt hör mal auf! So. Geht hier rüber. Hier fehlt noch ein Greifarm, der hier einlagert. Hier wird... Oh, hier fehlt noch ein Greifarm, der auslagert. Dann sieht das schon mal ganz gut aus. Dann einmal Kupfer. Machen wir auch von ganz links. Und wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir hier dann, wenn wir die nächsten Abzweigungen machen, müssen wir dann vielleicht von der Mitte her oder so ausliefern und nicht mehr von ganz links, weil links natürlich ein bisschen weniger ist. Das sieht man jetzt nicht, aber wenn das dann später läuft, dann wird es hier wahrscheinlich ziemlich eng. So. Ein Traum. Also bisher ist es noch überhaupt kein Problem. Das müsste hier bleiben, damit er hier oben hin liefert. Ich muss... Oh, Mist. Stopp. Mist, 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 Mist. Jetzt ist natürlich so, dass er hier diese Kupferplättchen... Ach doch, nee, passt. Kupferplättchen brauchen wir hier vorne. Die liefert er hier durch. Nee, passt. Alles Kommando zurück. Passt. Wir müssen nur nicht so weit hier vor jetzt momentan. Wenn wir dann ausbauen, können wir es ja machen. Wir könnten theoretisch
Das weiß ich mit Q, dass ich die Hand wieder leer mache. Dass wir dann gleich hier anfangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dass wir gleich mal 9 so Fabriken hier bauen. Einfach mal gleich in die Vollen gehen. Gar nicht lang hier rummäkeln, sondern gleich mal hier reingehen. Dass wir die einfach mal hier reinsetzen. Frage ist jetzt nur... Er liefert hier aus auf die andere Seite. Das passt eigentlich perfekt. Ich habe das jetzt quasi nochmal optimiert. Keine Ahnung. Okay, dann hier geht's rüber und geht's dann hier rein. Lauf, Johnny! Ein Traum. Und dann haben wir hier oben, haben wir schon Strom. Also das ist schon mal gut. Wir haben hier oben schon Strom. Dann kommen hier die roten Fläschchen an. Und ich bin gespannt, ob das so funktioniert. Das müssen wir dann mal beobachten, wenn die ersten Fläschchen ankommen. Ob das dann so läuft. Wir legen schon mal los mit einer Forschung. 100 rote Fläschchen hört sich gut an. Das wird gleich mal erforscht. Megaproduktion hier. Das ist ja jetzt noch einfach, ne? Später dann wird es nochmal ein bisschen komplizierter. Rotes Fläschchen. Rotes Fläschchen. In der Phase bin ich immer sehr zuversichtlich noch beim Spielen. Wir brauchen... Greifarme. Okay. Und wir brauchen natürlich Strom. Strom legen wir woher? Am besten einfach von hier oben runter. Jo. Hier rein, weil wir den sowieso brauchen. Wir können ja noch keine besseren... Nee. Leider noch nicht basteln, keine besseren Strommasten. Dann können wir eigentlich gleich, jetzt pass auf, wir brauchen wieder zwei Strommasten. Ich hätte gehofft, dass wir das, wenn wir die hier in der Mitte platzieren würden, wenn wir die eins auseinandersetzen würden, da könnte man in die Mitte immer einen Strommasten setzen. Ich probiere es einmal, ob das so geht. Wenn wir zwei zusammensetzen, und einen Abstand machen. Das wird reichen. Okay, dann bauen wir das Ganze so auf. Immer mit einem Abstand. Dann spare ich mir nämlich oben schön die Strommasten. Ist wahrscheinlich hinterher sowieso wurscht. Aber trotzdem. Jetzt erstmal passt das so. Das zwei. Eins, zwei. Kann man ruhig machen, wenn man noch so euphorisch ist jetzt. So rein. Zack. 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 Und zack. So, hier wird bereits noch nicht produziert, aber jetzt dann gleich. Guck dir das an. Die erste Produktion läuft. Wunderbar. Bei den anderen fehlen halt jetzt noch die Greifarme. Die ersten roten Fläschchen laufen aufs Transportband. Ich versuche mich zu beeilen, damit wir später dann nachschauen können.
ob die Flasche dann auch ankommt, richtig. Ich habe noch ein Fläschchen im Inventar, 11 Fläschchen sogar. So. Ein halbes Band mit Kupferplatten, ob das reicht hier, meinst du? Das wird sich herausstellen. Also momentan sieht das noch ganz gut aus. Eigentlich, na gut, es kommen ja zwei an, theoretisch. Also ein ganzes Band. Mit Shift rechts kopieren und Shift links einfügen. Meinst du das hier oben, dass man nicht immer das setzen muss? Das habe ich noch nicht gewusst. So, hier unten stapelt sich das Ganze schon. Das ist schon mal sehr gut. Und wir werden das mal verfolgen jetzt. Ob das so läuft. Da kommt unser erstes Fläschchen. Ich weiß noch nicht, wie er das hier durchreicht. Ob das dann so funktioniert. Ob das jetzt hier drin bleibt oder ob er das bis hier oben durchreicht und sich hier alle oben stapeln. Das wäre natürlich richtig blöd. Aber wir schauen einfach mal. So, das erste wird rein. Oh, er reicht es durch bis ganz hier hoch. Das ist natürlich blöd jetzt. Jetzt habe ich hier oben zwei und hier unten nichts. Das ist ja richtig doof. Ach, jetzt hat... Ah, okay. Also, er ist etwas schlau. Zwei setzt er rein... Oh, guck dir das an. Er setzt zwei immer rein in ein Feld. Yes. Oh, ist das schön. Das ist ja fantastisch. Meine Güte, ist das schön. Sehr gut. Das heißt, er hat immer überall nur zwei drinnen. Und sobald irgendwo nur noch eins drin ist, dann reicht es wieder durch. Yep, immer zwei. Sehr schön. Guck dir das an. Und da staunen sich unsere Dinger schon. Da könnten wir jetzt theoretisch gleich nochmal schön anbauen. Machen wir jetzt noch nicht. Erst kümmern wir uns um die grünen Fläschchen, die dann hier quasi auf der anderen Seite angeliefert werden. Ist das gut? Ist das schön? So, hier unten habe ich ein bisschen das Gefühl, dass die Zahnradproduktion doch nicht für 9 reicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, die Zahnräder. Hier kommt nochmal eins an. Ah, vielleicht doch. Vielleicht reicht es gerade so. Yep, tatsächlich, es reicht. Gerade wenn er fertig wird, hier, schlüpft wieder eins durch. Hier. Fertig und reinlegen. Perfekt. 9 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Theoretisch lasse ich mal etwas Platz hier, damit wir hier später eventuell nochmal von der abzweigen können und hier vielleicht nochmal 2 oder 3 weitere Bänder hinsetzen können. Passt perfekt. Da hast du recht, Lokal. Okay. Das ist schon mal gut. Hier oben. Wie sieht's denn da aus? Ah, Mist, ich muss ja hier noch... Oh. Da müssen wir natürlich jetzt noch schauen. Das können wir bestimmt auch noch optimieren. Hier sieht's auch ganz gut aus erstmal. Die hier machen hier gar nichts. Ne? Das liegt einfach jetzt daran, weil die hier nicht so schnell das wegmachen können. Ist aber noch nicht so dramatisch. Wir werden das demnächst erweitern. Was wir machen müssen, ist auf alle Fälle diese Kiste hier wegmachen. Wir müssen die Kiste hier oben wegmachen, die wir vorhin ja temporär eingefügt haben. Und ich brauche noch ein paar Steine, damit wir uns hier einen Shortcut machen können. Irgendwann später hoffe ich mal, alles hier auszubetonieren. Ich spiele auch friedlich, ja. Einfach damit ich die ganzen Techniken erstmal kennenlerne. Ich habe es ganz am Anfang beim ersten Stream auch gesagt, ich will nicht jetzt irgendwie ständig immer gestört werden, während ich jetzt überlege, wie irgendwas gebaut wird. Ja, jetzt in dem Fall zum Beispiel das mit den roten Fläschchen. Einfach damit wir hier ungestört schön das austüfteln können. Deswegen habe ich die ausgestellt. Ich meine, ich bin
auf friedlich bin ich schon nicht weit gekommen. Da kann ich mir vorstellen, wenn dann auch noch immer wieder so Angriffe kommen, dann wird's wahrscheinlich gar nicht mal so weit kommen, wie ich bisher gekommen bin. So, also hier oben sieht es noch etwas wüst aus. Ich weiß nicht, wieso das nicht befüllt wird. Ah, weil hier der zweite nicht nachkommt. Okay. Wenn wir hier den reinsetzen würden. Das liegt jetzt nicht am Verteiler. Aber genau, der liefert jetzt wieder aus. Dann passt's. Dann füllt er das auch wieder auf. Okay. Alles gut erstmal. Wir werden hier oben noch ein paar Lämpchen setzen, damit man hier auch was sieht, während man arbeitet. So, also jetzt geht's. Ja, ich finde es schon gut. Also die Aliens haben schon ihre... Wobei, wenn man Aliens sagt, ne, eigentlich sind wir ja der Alien, der auf dem Planeten landet und alles verschmutzt. Ich finde es schon gut, dass die im Spiel sind, aber die sind halt meiner Meinung nach nur für fortgeschrittene Spieler. Wenn du schon weißt, wie du was anordnen musst, wenn du schon genügend Blueprints hast, die du einfach nur noch hinklatscht, wo du einfach weißt, was los ist, dann kannst du relativ schnell drauf reagieren, wenn du irgendwo angegriffen wirst. Wenn es jetzt so ist wie bei mir, wenn ich dreimal überlegen muss, wie ich das hier zum Beispiel bauen will und dann dazwischen zweimal gestört werde von den Angriffen, das macht halt keinen Sinn. Das verzögert die Sache einfach nur und ärgert einfach nur. So, die erste Forschung ist durch. Das ist schön. Haben wir Forschungsverbesserung, geht nur mit Grün. Deswegen werde ich jetzt einfach mal das hier alles erforschen. Wir können uns ja das Ganze leisten. Ich schaue mal hoch, weil mir das so gefallen hat hier. Guck dir das an, wie es leuchtet alles. Schön. Die stapeln sich jetzt alle hier schon. Gut. Wenn sie stapelt, ist gut. Jetzt müssen wir uns an die grüne Flasche wenden. Und die wird schon etwas komplizierter. Unter anderem brauchen wir ein Fließband und einen Greifarm. Ich schaue mal auf mein schönes Bild hier, was der hat. Der bastelt. Für das Fließband brauchen wir ein Zahnrad und eine Eisenplatte. Das heißt, wir müssen schon mal Zahnrad und Eisenplatte erstmal Zahnrad produzieren, dann Eisplatte dazulegen auf die Bahn. Dann haben wir das hier. Und für den Greifarm brauchen wir auch nochmal ein Eisenzahnrad und eine Eisenplatte und den elektronischen Schaltkreis. Das heißt, den müssen wir zuerst basteln. Wir müssen zuerst das hier machen. Eisenplatte und Kupferkabel. Und diesen elektronischen Schaltkreis, den werden wir hier auch wieder weiter runterlegen. Schau mal, ob ich hierzu irgendwo ein Bild finde. In diesem schlauen Guide, der mir schon so geholfen hat bisher. Wie der zum Beispiel den elektronischen Schaltkreis aufbaut. Ah, hier sieht man das ganz gut. Ich zeige euch mal das Bild. Hier sieht man es, ne? Ist jetzt spiegelverkehrt natürlich, wie bei uns. Der liefert hier ein von... Moment, nee, das ist ja falsch, oder? Das ist ja gar nicht... Doch, ist schon. Der baut von unten nach oben, ganz furchtbar. Der liefert hier Eisen ein. Hä? Moment, ich muss mal eben nachschauen. Wir brauchen für die Grünen... Doch, wir brauchen Eisenplatten und... Wir brauchen Eisenplatten und diese Dinger hier. Das heißt, er holt sich diese Eisenplatten hier rein, in diese vier Teile, und außen baut er aus Kupfer diese Kabel. Ja, und dann liefert das wieder zurück auf den Bus. Ah, ganz kompliziert. Wie soll man denn als Anfänger auf sowas kommen? Nie im Leben. Na gut. Aus Erfahrung wird man klug. So, wir bauen das natürlich so. Bloß spielverkehrt. Schwere Rüstung ist abgeschlossen. Kugelschaden. Auch wenn wir es nicht brauchen, wir werden einfach alles mal erst erforschen. So, wir bauen das relativ weit hier unten,
damit wir oben noch Platz haben, um die Routenfläschchen zu erweitern. Wobei ich glaube, dass die Routenfläschchen relativ, ja, immer voll sein werden. Also, wir gehen erstmal wieder mit Eisen hier zur Seite rüber. Nee, wir gehen mit Kupfer erst rüber, damit wir oben und unten das setzen können. Also, wir gehen mit Kupfer rüber. Allerdings gehen wir jetzt nicht von der ganz linken Bahn rüber, so wie vorhin, sondern ich hätte jetzt fast gesagt, irgendwie von der Mitte. Wenn ich von der Mitte weggehe, ich das so setze, dann muss ich hier rüber gehen, so. Dann bleibt es natürlich hier stecken und deswegen müssen wir hier das so machen. Damit der hier weiterläuft, der rechte Strang, der zweitrechte wird abgetrennt. Und dann hier rüber geleitet. So, ich werde den jetzt noch nicht weiterleiten, weil ich noch nicht weiß, ob das jetzt so schon passt. Wir müssen nämlich hier unten dann auch Kupfer nochmal rüberleiten, aber erstmal hier oben bauen.